Herzlichen Dank für die Einladung, auch für den Vertrauensbeweis. Das ist ja wirklich eine gewaltige Sache, dass ich vor so vielen Brüdern, die Leitungsaufgaben haben in der Gemeinde, hier etwas sagen darf. Und das tue ich auch gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut, manche wiederzusehen nach 10, 20, 30 Jahren. Schön, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich will mich nicht lange mit Vorreden aufhalten. Ich habe nur ungefähr eine Stunde Zeit, das, was mir wichtig ist, zu sagen. Das Thema ist ja so groß und so gewaltig, da könnte man sicherlich eine ganze Menge Vorträge drüber halten oder müsste man, um das einigermaßen zu erschöpfen, aber ich muss mich etwas konzentrieren. Ich würde das Thema ganz gerne deutlich machen an einem Lebensbild in kleinen Teilen. Und zwar gibt es eine Person im Neuen Testament, der sehr viel mit brüderlichen Beziehungen zu tun hat und der das auch vorgelebt hat, von dem man viel lernen kann. Und das ist der Barnabas. Und ich möchte gerne drei Szenen aus seinem Leben lesen und dann nach und nach darauf etwas eingehen und versuchen anzuwenden für uns, für unsere Situation. Zuerst einmal aus Kapitel 4, Apostelgeschichte 4, Vers 36 und 37. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas zubenannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprier von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld, legte es nieder zu den Füßen der Apostel. Die zweite Stelle haben wir in Kapitel 9. Und zwar ist da die Rede von dem Apostel Paulus, der sich inzwischen bekehrt hat. Und ich lese ab Vers 26. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte ganz gut, wie er zum Glauben gekommen ist und wie er dann auch gleich den Herrn bekennt. Und dass er Christus predigt, aber er bekommt Widerstand und die Brüder sind der Meinung, er sollte doch jetzt nach Jerusalem fliehen, bevor es sehr, sehr ernst wird für ihn. Und dann lesen wir ab Vers 26. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, also er macht sich jetzt auf den Weg von Tarsus nach Jerusalem, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen und alle fürchteten sich vor ihm, dass sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass derselbe zu ihm geredet und wie er ihn in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem, sprach freimütig im Namen des Herrn und er redete und stritt mit den Hellenisten. Sie aber trachteten ihn umzubringen. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn weg nach Tarsus. Dann eine dritte Stelle in Kapitel 11. Inzwischen hat da eine Verfolgung stattgefunden, die durch Stephanus, durch die Steinigung ausgelöst wurde. Und ein Teil der Gemeinde wurde also jetzt zerstreut. Da lesen wir ab Vers 19, die nun zerstreut waren durch die Drangsal, welche wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen etliche Männer von Zypern und Kyrene, welche, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen. Und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde, die in Jerusalem war. Und sie sandten Barnabas aus, auf dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Welcher, als sie hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute
und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens, und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Versammlung in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Ja, Bruder unter Brüdern, das Thema hat mich ja total überrascht, zumal ich aus einer Brüderbewegung komme oder auch darin irgendwie beheimatet bin. Ein wunderschönes Thema für eine Hirtenkonferenz. Eigentlich müsste das Thema ja ganz selbstverständlich sein, dass man da gar nicht viel drüber reden müsste. Bruderliebe, brüderlicher Umgang untereinander. Wenn ich also jetzt von Brüdern spreche, sind die Schwestern alle inklusiv, ist ganz klar. Aber wir wissen ja aus der Bibel, dass sich auch die Hirten oft gezankt und gestritten haben. Das fing an mit den Hirten Abrahams und Lots, ihr kennt die Geschichte, weil sich ihre Herden so vergrößert hatten und sich wegen der nötigen Nahrung für die Schafe geprügelt haben. Und das ist ja leider auch ein treffendes Bild für unsere gegenwärtige Situation, wo sich auch die Hirten, natürlich nicht die, sondern einige Hirten und Leiter, theologische Prügeleien erlauben, während die Herde nach biblischer Nahrung und Versorgung hungert. Also keine ganz unbekannte Geschichte, auch im Alten Testament. Aber für mich, der ich in der Brüderbewegung aufgewachsen bin, ein Leib- und Magenthema, obwohl wir als sogenannte Brüder in Anführungsstrichen viele unnötige Trennungen und Streitereien hinter uns haben und die Brüderlichkeit oft auf der Strecke geblieben ist. Also wir haben nicht das gelebt, was wir eigentlich wollten oder was diese Bezeichnung Brüderbewegung oder Brüdergemeinde auch aussagen möchte. Da kann man sich nur schämen. Und ich möchte jetzt auf ein paar Aspekte von brüderlichen Umgang unter Brüdern und Schwestern aufmerksam machen. Wie gesagt, nur einige Schwerpunkte. Vorher ganz kurz zu den Schlagbegriffen der letzten Jahre gehörende Begriffe Globalisierung oder auch Vernetzung. Ich denke, das könnt ihr alle nachvollziehen. Global denken, lokal handeln ist ein bekanntes Motto in der Politik und Wirtschaft. Aber auch bei denen, die sich als Evangelikale erklären, ist oft die Rede und immer mehr von Netzwerken, wie zum Beispiel die Deutsche Evangelische Allianz. Da sind etwa 350 überregionale Netzwerke miteinander vernetzt oder verbunden. Oder die ACK, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, da sind 17 Kirchen und Freikirchen und 8 Gastmitglieder miteinander vernetzt. Und das geht dann von katholisch über russisch, griechisch, orthodox, evangelische Freikirchen, FEG, Bundesbaptisten und ein Teil der Mennoniten bis hin zu den Adventisten und vereinzelt auch inzwischen die Neuapostolen, die dabei sind. Und ich erinnere mich gut an eine Evangelistenkonferenz vor einigen Jahren in Rehe. Da wurde ein interessantes Thema behandelt. Was ist die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Evangelisation? Und diese Frage wurde dann dem Hauptredner gestellt und der hat ganz kurz geantwortet: Wir müssen vernetzt sein. Meine Frage: Welche Idee oder Zielsetzung steckt dahinter? Wir müssen vernetzt sein. Wer zieht das Netz? Wer sind die Strippenzieher? Oder von wem werden wir eingesackt? Der Gedanke kommt ja gleich drauf auf, wenn man so über Vernetzung nachdenkt und spricht. Ich denke, wir können in Deutschland oder auch in Europa zwei Tendenzen in den Gemeinden feststellen. Da ist eine Gruppe von Gemeinden, legen ganz großen Wert darauf, wir müssen uns vernetzen. Also einer Bruderschaft beitreten, einer Dachorganisation sich unterordnen oder zu einem Gemeindeverband gehören. Das ist also manchmal ganz euphorisch, wird das vorangetrieben. Auch die Geschwister aus den russlanddeutschen Gemeinden können da ein Lied von singen.
Der Grund ist, dass man dadurch unter anderem Anerkennung in der Öffentlichkeit finden kann und auch manche finanzielle Vorteile damit verbunden sind, wenn man entsprechend vernetzt ist und staatlich anerkannt ist und so weiter. Dann gibt es auch eine zweite Gruppe, die streben genau das Gegenteil an. Nur ja, keine Vernetzung, sondern wir isolieren uns, wir bleiben nur unter uns, konzentrieren uns auf die Heimatgemeinde und meiden möglichst jede Kontakte oder Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden, ja, fast wie jetzt in den Corona-Zeiten, damit wir nicht von einem theologischen oder einem kulturellen Virus angesteckt werden. Ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Das sind so die zwei großen Blöcke, die ich sehe in den Gemeinden, die auch sich evangelikal nennen. Also die einen, fast traumatisch, wir müssen zusammenhalten, müssen uns vernetzen und so weiter und so weiter. Und die anderen, nur ja nicht. Im Neuen Testament finden wir diese Begriffe wie Netzwerke oder Globalisierung natürlich überhaupt nicht. Denn die sind ja ein Bild von einer strukturierten Organisation, sondern wir finden das wunderschöne Bild von einem Leib, von einem Körper mit der Schaltzentrale im Himmel unter unserem Herrn Jesus als Haupt oder Kopf der Gemeinde. Oder das Bild einer Familie, Väter, Mütter, Kinder, Brüder und Schwestern. Und diese beiden Bilder, also Leib und Familie, drücken Beziehungen aus, ein Miteinander, Zusammengehörigkeit, Verbundenheit, aufeinander angewiesen sein und nicht technische oder organisatorische Begriffe wie Globalisierung oder Vernetzung. Gesunde brüderliche Beziehungen müssen dann auch bei den Führern in den Gemeinden oder Ältesten beginnen. Wir wissen das aus dem Alten Testament sehr gut. Der Zustand des Volkes Gottes stand oder fiel immer mit dem Zustand der jeweiligen Richter oder Könige. Deswegen ist es gut, dass ihr hier seid. Ihr seid mehr oder weniger alle in Verantwortung, in der Leitung von Gemeinden. In der Welt, das kennt ihr, da sagt man, der Fisch stinkt zuerst am Kopf. Aber die Umkehrung stimmt auch. Ist der Kopf, also die Führung, gesund, dann ist auch meist, nicht immer, der ganze Fisch, die ganze Gemeinde gesund. Deswegen ist Eintracht unter verantwortlichen Brüdern die Voraussetzung für den Segen Gottes. Psalm 133 kennen wir sicherlich alle ganz gut, ist dazu eine wunderschöne Illustration. Da wird von dem hohen Priester oder wird uns das Bild gemalt von einem hohen Priester, der gesalbt wurde und das Salböl fließt dann von oben, von seinem Haupt nach unten, wie der Tau des Hermon auf die unteren Felder. Und David beginnt diesen Psalm mit den Worten: Siehe, wie gut und wie lieblich oder liebeweckend, wenn Brüder, ich sage und Schwestern, einträchtig beieinander wohnen. Und ich denke, der David konnte gar nicht anders als diesen Psalm einleiten mit dem Wort Siehe, denn das ist so ungewöhnlich und außergewöhnlich und schön. Deswegen seht euch das mal an. Wenn Brüder und Schwestern nur eine Sache wollen, von einer Sache angetrieben werden, von einer Sache erfüllt werden. Deswegen Eintracht, Frankfurt, Eintracht, Braunschweig, die dümpeln zwar in der zweiten Liga rum, aber macht ja nichts. Die haben aber ein Ziel, einträchtig. Und das ist egal, wer das Tor schießt, auch wenn es der Torwart wäre. Die Verteidiger, die sind nicht am Knurren, weil sie hinten stehen, sondern sie tun alles, damit eben die Mannschaft gewinnt und Tore schießt. Das ist, meine ich, ein schönes Bild. Deswegen lege ich auch viel Wert auf Fußball in unseren Freizeiten. Da kann man so viel lernen und ich kann nur ermutigen, viele Mannschaftsspiele zu machen, weil man da wirklich etwas lernt oder lernen kann. Man lernt es nicht automatisch, eben miteinander, füreinander, einträchtig etwas zu tun. Und wenn einer das in jungen Jahren lernt und übt, der hat zumindest menschlich so ein paar Charaktereigenschaften, die ihnen vielleicht auch helfen, in Gemeinschaft mit Brüdern einträchtig zusammenzuarbeiten und zu leben. Psalm 133. Ja, deshalb habe ich auch hier die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte außerhalb von Israel als Beispiel genommen. Und das ist ein wunderschönes Beispiel für Verbundenheit und für Beziehungen, die ganz natürlich gelebt wurden und nicht irgendwie vernetzt oder organisiert wurden.
Interessant ist auch, dass in der Entstehungsgeschichte dieser Gemeinde organische Begriffe vorkommen, wie, ich hoffe, ihr habt das alle schon angestrichen in der Bibel, die Hand des Herrn, die Ohren der Gemeinde und Herzensentschlüsse der Gläubigen. Ich finde das wunderschön. Da werden uns Brüder vorgestellt und Schwestern, die brüderlich unterwegs waren, um die Beziehungen unter Brüdern, unter Gemeinden deutlich zu machen. Und zwar waren das einmal Barnabas und Paulus, damals hieß er noch Saulus, wobei hier in diesen Geschichten Barnabas im Vordergrund steht und erst in den späteren Kapiteln tritt er ja zurück in die zweite Reihe und dann ist der Paulus da. Und Barnabas ist ein außergewöhnlich schönes Musterbeispiel für brüderlichen Umgang miteinander, für den ganz wichtigen Dienst, Beziehungen zu schaffen und Beziehungen auch zu fördern. Manche bekannte Brüder nennt man Gemeindegründer, aber für diesen Dienst hier Beziehungen zu schaffen oder zu fördern, habe ich noch keine passende Berufsbezeichnung gefunden. Beziehungsgründer klingt nicht so schön. Vielleicht wäre Brückenbauer eine passende Umschreibung. Könnt ihr euch immer was einfallen lassen. Etwas zu den Besonderheiten dieses Mannes Barnabas, der hier in dieser Geschichte eine große Rolle spielt. Er wird in Apostelgeschichte 11, haben wir gelesen, als ein Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens bezeichnet. Na, wenn wir jetzt in der Freizeit wären oder in der Sonntagsschule, dann würde ich fragen, von wem wird das noch gesagt? Gibt es noch Personen im Neuen Testament, die voll Heiligen Geistes waren? Wen wissen wir, wen kennen wir da? Stephanus, genau. Außer umsonst mit Jesus und Stephanus und Barnabas finden wir keine Person, von der bezeugt wird, war voll Heiligen Geistes. Das ist also ein Prädikat, das ist ganz besonders. Das bedeutet, sein Leben und sein Verhalten illustriert, wie ein vom Heiligen Geist erfüllter und geprägter Dienst aussieht. Deswegen ist, meine ich, Barnabas da ein Musterbeispiel für. Interessant ist auch, dass er in allen Geschichten, von denen wir drei jetzt kurz gelesen haben, immer wieder, zumindest in der Elberfelder Übersetzung, Schlachter und Luther auch, ich glaube Menge und andere erwähnen das nicht so, wird immer ein Aber genannt. Und dieses Aber weist auf einen Unterschied hin, dass er sich anders verhält wie andere. Barnabas war nie angepasst, sondern er schwamm oft gegen den Strom der Tradition und üblichen Verhaltensweisen. Da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Seine erste Erwähnung in der Apostelgeschichte 4 fällt auf, und das ist auch eine Besonderheit, durch einen Spitznamen. Statt Josef oder griechisch Joses in manchen Übersetzungen, ist ja ein schöner Name, Josef heißt Gott füge hinzu, wird er von den Aposteln in Jerusalem Barnabas, Sohn des Trostes, genannt. Wenn ich jetzt fragen würde, wie kommen die dazu, ist das üblich gewesen, damals Spitznamen zu geben? Heute hat man das in unseren Gemeinden weniger. Warum diese Namensänderung? Josef ist doch ein schöner Name. Gott füge hinzu oder Gott fügt hinzu. Was kann man sich Schöneres wünschen? Nein, die Apostel, die hatten wohl offensichtlich gesehen bei dem Barnabas, dass er eine Charaktereigenschaft Gottes auslebte, die sich veranlasst hat, der soll nicht Josef heißen, sondern den müssen wir anders nennen. Spitznamen sind heute nicht mehr so üblich, allerdings in China schon, das ist interessant, allerdings da aus Sicherheitsgründen. Die haben da alle einen biblischen Namen, die Brüder, damit wir als Ausländer, die überhaupt nicht verraten können, also die heißen alle Josef oder Elia oder Henoch oder Jona oder was weiß ich. Ich kenne die mit ihrem richtigen Namen überhaupt nicht und das machen die, damit sie sich nicht irgendwie da selbst ein Bein stellen und wir als Ausländer notfalls sie verraten könnte. In der Jugendarbeit haben wir das oft gehabt. Das passiert ja ganz automatisch, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Wenn man gerade auch unter Jungs arbeitet, dann kommen sehr schnell Spitznamen.
Ich denke immer gerne daran an unsere ersten Freizeiten, damals in Stuckenbrock bei Bielefeld oder bei Paderborn. Da hatten wir einen, der war sehr schlank und dünn, könnte man sagen, aber sehr groß. Und bei einem sogenannten Wettfressen, so nannte man das, heute darf man das Wort ja gar nicht mehr benutzen, hatte der sage und schreibe 16 Bratwürstchen hintereinander gegessen. War absoluter Sieger. Die Folge war, er kriegt einen Spitznamen, der entwickelt sich selbst. Nämlich Philister. Versteht ihr warum? Phil ist er. Finde ich sehr originell. Der ist ja nur noch Philister, weil er viel gegessen hat. Wir hatten einen Mitarbeiter, der redete wie ein Wasserfall. Den konnte man nicht stoppen, der unterbrach auch alle. Das ging auf die Nerven, sage ich euch. Das war ganz schlimm. Und damals, ich komme aus dem Rande vom Ruhrpott, ihr merkt das an meiner Sprache ein bisschen noch, da sagt man von jemandem, der unheimlich viel redet, dass ihm das auf den Senkel geht, der labert. Kennt ihr den Ausdruck? So Laberkopf oder sowas. Und damals, zu dieser Zeit, gab es von AEG eine Waschmaschine, die hieß Lavamat. Natürlich war sofort der Spitzname dafür, so ein Laberkopf, der hieß von nun an Lavamat. Einfach, der labert immer dahin und so hatte er dann auch seinen Spitznamen weg. Aber wenn man jetzt hier über Barnabas nachdenkt, dann glaube ich, haben die Apostel etwas bei ihm gesehen, was unwahrscheinlich schön ist und beneidenswert. Er hatte wohl von dem Charakter Gottes oder unseres Herrn Jesus etwas gelernt. Und er muss einen Wohlgeruch Christi in seiner Umgebung verbreitet haben. Da kann man nur neidisch drauf sein. Aber unter so einem Sohn des Trostes, wie stellt ihr euch den Charakter vor? Das war nicht unbedingt ein Softie oder ein Schleimer, auch keine Heulsuse, sondern er hatte ein Auge und Herz für andere. Er konnte ein selbstloser Freund sein. Er war ein Beziehungsmensch, ein brüderlicher Bruder, könnte man sagen. In 2. Korinther 1, Vers 3 wird Gott Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes bezeichnet. Und offensichtlich hat Barnabas einfach Gott so kennengelernt in seinem Leben, dass er diese Eigenschaft auch in seinem Leben ausgedrückt hat und dann seinen Spitznamen bekam. Das ist schön. Nun, wir wissen, unter den Jüngern, da gab es auch Jünger, die wurden von dem Herrn Jesus auch bespitznamt. Ich denke an die beiden Johannes und Jakobus. Boanerges, das heißt Söhne des Donners. Also nicht Söhne des Trostes, sondern Söhne des Donners. Warum? Da Jesus hat mit dieser Bezeichnung ihren Charakter beschrieben. Wir stellen uns den Johannes ja immer vor als so ein Softie, der immer an der Brust Jesu lag, vertraut war und so weiter. Aber offensichtlich hat er einen ganz anderen Charakter. Aufbrausend, ab und zu wird es auch mal deutlich. Und er hat sich natürlich im Laufe seines Lebens in der Nachfolge Jesu verändert, unbedingt. Aber ich finde es interessant, auch wenn wir an Petrus denken, Kephas, er wurde auch umbenannt von dem Herrn. Aber schön, hier solch einen Barnabas zu sehen, den die Brüder sagen, der muss Sohn des Trostes heißen. Seine erste Tat, er verkaufte seinen Acker, das haben wir gelesen, Kapitel 4, und er machte sich auch buchstäblich vom Acker, um mit leichtem Gepäck zu leben. Und er lebte das aus, was später Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 8 geschrieben hat, das habt ihr alle unterstrichen in eurer Bibel, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Wenn wir Nahrung und Bekleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Und das drückt, meine ich hier, auch diese Szene aus. Barnabas als Levit gab seinen Acker, seinen irdischen Besitz auf. Gottseligkeit, Frömmigkeit auf Christus ausgerichtet, machte er einen großen Gewinn, wenn das verbunden ist mit Genügsamkeit. Und deswegen hat er sich von seinem Acker getrennt, um Zeit für den Herrn zu gewinnen, für das Wort Gottes, fürs Gebet. Ich weiß gar nicht, ob der verheiratet war. Die Bibel macht es nicht deutlich. Oder doch, an einer Stelle.
erwähnt Paulus, dass auch Barnabas seine Frau, nee, das war Petrus, glaube ich, der seine Frau auch mitgenommen hat auf seine Reisen. Ich bin mir da ein bisschen unsicher, müsste mal selbst nachprüfen. Auf jeden Fall, er hatte jetzt Zeit für das Werk des Herrn und auch Zeit für die Gemeinde und Zeit für Beziehungspflege. Das ist jetzt natürlich kein Muss. Wenn ihr einen Acker habt, einen Garten habt, ein Haus habt, das müsst ihr nicht verkaufen, um Beziehungsmenschen zu werden. Aber bei Barnabas war das wichtig. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen von uns ja auch wichtig, dass er sich von manchen Dingen trennt, die seine Zeit so in Anspruch nehmen, dass er überhaupt keine Zeit mehr hat und keine Kraft hat, Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen. Als ich heute Morgen im Zug saß, habe ich mal wieder die Biografie über Hudson Taylor gelesen. Ich hoffe, ihr kennt die alle. Die gibt es jetzt im Sonderpreis da am Büchertisch für 4,90 Euro statt 9,90 Euro. Und ich kann euch nur herzlich bitten, die zu lesen. Und mir ist das wieder neu wichtig geworden. Die Eltern, bevor er geboren wurde, haben gebetet, Herr, wenn es ein Junge wird, dann bitte schenk doch, dass er Missionar in China wird. Als er 5 Jahre alt war, da wollte er schon Missionar in China werden, ohne dass er überhaupt bekehrt war. Mit 17 Jahren erlebte er seine Bekehrung und dann war es klar, ich werde Missionar in China und hat sich dann entsprechend vorbereitet. Das ist sehr, sehr interessant, gerade für die Jünger unter euch oder auch für die Eltern, die Kinder haben, wie er selbst jetzt ausprobieren möchte, ob man auf Gott vertrauen kann. Wird er mich versorgen? Sind die Versprechungen des Neuen Testamentes, die der Jesus ausgesprochen hat in der Bergpredigt und bei anderen Gelegenheiten, auch heute noch wirksam, wenn wir auf ihn vertrauen? Dann hat er sich in Situationen begeben, um das auszuprobieren. Da fand ich die schöne Geschichte wieder, wie er dann eines Tages, er hat sich viel mit China befasst und alle Bücher über China gelesen, um vorbereitet zu sein, wenn Gott ihn aussendet. Dann ging er zu einem Pastor oder zu seinem Pastor in der Gemeinde und wusste, er hat ein besonderes Buch über China, China heute und seine Aussichten für die Zukunft, ob er sich das mal ausleihen dürfte. Und der Pastor, das war ein Methodistenpastor, der sagte, natürlich gebe ich Ihnen das Buch sehr gerne. Aber wenn ich fragen darf, weshalb interessieren Sie sich denn dafür? Sagte er, Gott hat mich berufen, mein Leben im Missionsdienst für China zu verbringen. Antwortete Hudson, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern. Und wie wollen Sie nach China kommen? Fragte der Pfarrer etwas erstaunt. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber vielleicht sollte ich so gehen wie die 12 und die 70 Jünger nach Judäa gegangen sind, ohne Stock, ohne Tasche, ohne Essen, ohne Geld, nur im Vertrauen auf ihn. Sanft, tröstend legte da der Pfarrer seine Hand auf Hudsons Schulter. Ach, mein Junge, wenn Sie einmal älter sind, werden Sie auch einsichtiger sein als jetzt. Eine solche Idee wäre ja ganz schön und gut gewesen in den Tagen, als Christus noch auf der Erde lebte. Aber heute, noch viele Jahre später, erinnert sich Hudson an dieses Gespräch. Zitat, ich bin inzwischen zwar älter geworden, aber überhaupt nicht einsichtiger. Mehr denn je bin ich davon überzeugt, wenn wir uns nur vertrauensvoller von den Weisungen unseres Herrn und dessen Zusagen leiten ließen, die er seinen ersten Jüngern gab, so würden wir sehr bald feststellen, dass sie für unsere Zeit ebenso gelten wie für die Zeit Jesu. Und von Hudson Taylor, da kennen wir auch diesen wunderschönen Ausdruck oder diesen Satz am Ende seines Lebens. Ich habe den Luxus genossen, wenig zu besitzen, für das ich sorgen müsste. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich habe den Luxus genossen, wenig zu besitzen, für das ich hätte sorgen müssen. Das ist schön. Nun, wie gesagt, wenn ihr ein Haus habt, Christian, du hast ein großes Haus, habe ich eben gehört, ladet Leute ein, du machst das ja auch. Das geht nicht darum, dass wir jetzt alles verscherbeln und verkaufen. Aber für den einen oder anderen ist doch vielleicht mal wichtig, darüber nachzudenken, was hindert mich, für den Herrn da zu sein, für die Gemeinde da zu sein? Gibt es irgendwelche Dinge, die ich wirklich nicht brauche, die nur ein Ballast sind? Und deswegen, Barnabas verkauft sein Ackerleben mit leichtem Gepäck. Das ist schön. Diese Sorgen um und Pflichten von Hausbesitz und weiter schränken Barnabas nicht länger ein. Kein Ärger mehr mit Wühlmäusen, habe ich mir aufgeschrieben, mit Unkraut oder Kartoffelkäfern. Er war frei zum Dienst.
So, und dann kommen wir zu Kapitel 9, nachdem sich der Saulus bekehrt hat. Ich glaube, ich habe da eben noch ein paar Städte verwechselt, Tarsus mit Damaskus, aber macht ja nichts, habt ihr selbst schon gemerkt. Da wird wunderschön deutlich, die erste brüderliche Aktion in seinem Leben, dass der Barnabas auch frei war, nicht nur vom Acker, sondern auch frei war vom Fraktionszwang, von der Selbstsucht und auch von dem Anpassungsdruck. Und das ist ja nicht nur bei unseren Politikern in Berlin im Moment eine unwahrscheinliche Krankheit und Pest, sondern leider auch oft unter Brüdern. Anpassungsdruck, Fraktionszwang, Selbstsucht. Was war passiert? Saulus hatte eine dramatische Bekehrung erlebt. Die Juden starten einen Mordanschlag. Saulus flieht mit Hilfe der Jünger nach Jerusalem. Und ich lese jetzt natürlich ein bisschen und fantasiere zwischen den Zeilen. Die werden ihm wahrscheinlich eine Menge erzählt haben von Jerusalem, von der wunderbaren Gemeinde. Die war ein bisschen reduziert inzwischen durch die Verfolgung. Aber immerhin, da waren immer noch der Jakobus, der Johannes und Petrus und viele andere. Und wie sich der Saulus, der junge Christ, innerlich wahrscheinlich so gespannt war und gefreut war, so sehr erfreut war auf die Begegnung mit diesen großen Männern Gottes, gerade wo er so diese Verfolgung hinter sich hatte und den Druck von seinen ehemaligen Freunden, kann ich mir gut vorstellen, wie er geträumt hat auf dem Weg, jetzt werde ich diese Brüder da in Jerusalem kennenlernen. Aber dann lesen wir hier, er versuchte, sich den Jüngern anzuschließen, aber alle fürchteten sich vor ihm, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Misstrauen von Seiten der Geschwister, deren Gemeinschaft er so sehr suchte, das ist viel, viel schlimmer als Ablehnung von der Welt. Dass die Juden ihn nicht mochten, die Pharisäer und so weiter, das konnte er verstehen. Aber jetzt drängt es ihn, Geschwister kennenzulernen, endlich eine warme Heimat zu erleben, gerade in Jerusalem. Und die sagen, nichts damit, dir wollen wir nichts zu tun haben, nehmen Abstand. Und gerade in dieser Sektion, da lesen wir in Vers 27, Kapitel 4, da taucht der Barnabas auf, ein Sohn des Trostes, von dem lesen wir, er nahm sich seiner an, oder einige übersetzen, er nahm ihn zu sich, also er nahm ihn auf, er hatte ein Auge, ein Herz und dann auch Zeit und Raum für diesen Saulus, ohne zu ahnen, was aus diesem jungen Mann einmal werden würde. Er teilte mit ihm seine Wohnung und auch seinen Tagesablauf. Er trug seine Last und er riskierte den Argwohn der Jünger, der Geschwister. Und was muss das ein Trost gewesen sein für den Saulus, der also diese Kälte, diese Kritik oder das Misstrauen der Geschwister in Jerusalem sehr, sehr deutlich gespürt hat, dass da einer war, der für ihn wirklich ein Sohn des Trostes war, der Barnabas. Und der macht etwas sehr Schönes. Und das wird er, meine ich, hoffe ich, wenigstens auch praktisch für uns. Wir lesen von ihm, er brachte ihn zu den Aposteln. Vorher hat er den Acker verkauft und den Erlös zu den Aposteln gebracht. Und jetzt bringt er ja einen Bruder, einen Saulus zu den Aposteln. Ein alter Ausleger, Paul Humburg, den ich sehr schätze, der schreibt über Barnabas, Barnabas war so etwas wie Kit unter Brüdern. Kit kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist so eine Klebemasse, die braucht man früher, wenn man Fenster einrahmen oder einsetzen wollte. Heute würde man das mit Silikon machen. Aber ich hoffe, es wird deutlich, was er damit ausdrücken wollte. Barnabas war so etwas wie Kit unter Brüdern. Er führte die zusammen, er klebte die zusammen. Und das fand ich eine sehr, sehr treffende Beschreibung für ihn. Er sorgte für gute, feste und dichte Beziehungen. Ein wunderschöner Dienst, den wir auch tun sollten. Gerade auch dann, wenn wir eine evangelistische Gemeinde sind, wo dann manchmal auch fragwürdige Typen auftauchen und viele Geschwister schon riechen oder sehen, die können nicht echt sein. Wie schön, wenn dann so ein Barnabas da ist. Manche Brüder wirken eher wie Sprengstoff, wo die auftauchen, oder wie eine Stinkbombe, könnte man auch sagen, wo die auftauchen, da
gibt es dicke Luft oder Streit oder Lärm und manchmal kommt es zu Trennungen und alles fliegt auseinander. Wirkt unser Auftreten in der Gemeinde, unsere Arbeit wirklich gemeinschaftsfördernd oder trennend? Hier bei Barnabas wunderschön zu sehen, wie er sich jetzt Mühe macht, diesen fragwürdigen jungen Mann, offensichtlich sehr begabt, mit einer ziemlich dramatischen Geschichte hinter sich, war ja auch landesbekannt, der Saulus, auch ein Verfolger der Gemeinde. Wir können die Kritik oder die Sorge der Geschwister ein bisschen nachvollziehen. Wie hat er das gemacht? Wie können wir auch gute Beziehungen fördern? Wir lesen von Herrn Barnabas, dass er versucht, den Apostel durch ein gutes Zeugnis über Saulus irgendwie zu öffnen für ihn. In Sprüche 15, Vers 23 lesen wir, ein Wort zu seiner Zeit, wie gut. Und das kann man hier auch sagen. Was sagt er? Wir lesen da, er berichtet den Aposteln, was der Herr an ihm getan hat. Und dann, was Saulus für den Herrn getan hat, wie er ihn bezeugt hat. Also er redet von dem Herrn, was er an Veränderung in Saulus bewirkt hat und wie der Saulus jetzt für den Herrn eingetreten ist. Und ich finde das so vorbildlich. Und ich muss mich schämen, wenn ich daran denke, wie meine Gespräche oft aussehen. Wovon reden wir, wenn wir Besuche machen, wenn wir Bekanntschaften knüpfen, wenn wir uns unterhalten? Lukas 6, Vers 45 sagt der Jesus, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Also unsere Äußerungen zeigen, was unser Herz gefüllt hat. Und was fällt euch hier auf bei dem Barnabas? Wovon redet er überhaupt nicht? Er redet vom Herrn, er redet von dem Saulus und er redet von sich überhaupt nicht. Und das finde ich auch wunderschön. Er macht auch den Aposteln keine Vorwürfe. Er ranzt ihn nicht an. Leute, ihr wisst doch gar nicht, was der Herr mit dem alles gemacht hat und wie er schon mächtig Zeugnis abgelegt hat und so weiter. Wie könnt ihr nur solch einen begabten Mann hier derart verärgern oder ausschließen? Nein, er war ein Mann voll Heiligen Geistes und er stellt sich selbst überhaupt nicht in den Mittelpunkt, klagt auch nicht die anderen an, sondern er spricht von dem, was der Herr im Leben eines anderen gewirkt hat. Und das wäre jetzt auch eine Frage für uns hier, wie reden wir übereinander? Und wenn ich jetzt da ein paar Sachen sage dann oder vorlese oder erzähle, bitte denkt nicht, dass ich da fehlerfrei bin. Ich habe oft über Brüder und Schwestern sehr schlecht gesprochen, aber das möchte ich von Barnabas lernen, auch von anderen, andere höher zu achten als uns selbst. Da gibt es eine andere Biografie, die ich euch auch warm empfehlen würde. So sieht die alte aus. Die ist ziemlich zerlesen von mir. Ich lese sie immer wieder mal. So sieht die neue aus, auch zum Sonderpreis von 4,90 Euro am Büchertisch statt 9,50 Euro über Harold St. John. Die Tochter ist euch bekannt, Patricia St. John. Die hat viele Kinderbücher geschrieben, die auch verfilmt wurden. Geheimnis vom Wildenwald, Spuren im Schnee. Silberne Straße und so weiter, kennt ihr? Oder eure Kinder kennen die wenigstens. Oder manche von euch sind damit groß geworden. Die schreibt hier über ihren Vater. Und der war ein Reisender in Sachen Gottes, weltweit unterwegs. Aber das ist nicht im Buch mit irgendwelchen Abenteuern unter Messerhelden oder unter Kannibalen, sondern sie beschreibt ihn, wie der Vater sich bewegt hat in der Gemeinde, in Gesprächen, als Vater von vielen Kindern, als Gemeindemann und so weiter. Und hier wird uns eine Person vorgestellt, so schön beschrieben, wie die Charakterzüge Jesu in seinem Leben und Dienst sichtbar werden. Und das kann ich nur warm empfehlen. Da kann man so viel von lernen, von der Weisheit und von der Gottseligkeit dieses Mannes, der wirklich auf Christus wirklich ausgerichtet war in allem, was er sagte und tat. Das ist einfach großartig. Ich lese euch zwei Episoden vor, die etwas mit dem Thema zu tun haben.
Da schreibt seine Tochter, wenn er zu Besuch war, konnte seine Anwesenheit manchmal beträchtliche Verwirrung stiften. Er saß mit einer Familie beim Mittagessen, die er vorher nicht kannte. Als eine der Töchter des Hauses anfing, einen alten, gottesfürchtigen Evangelisten zu kritisieren und zu verspotten. Dann machte ein anderes Familienglied eine abwertende Bemerkung über eine andere Gemeinschaft von Christen. Und Harold wandte sich ruhig an seinen Gastgeber, indem er sich vom Tisch erhob und sagte, es macht Ihnen doch sicher nichts aus, wenn ich mich jetzt verabschiede. Aber, sagt sein Gastgeber voller Überraschung, wir haben doch gerade erst mit dem Essen begonnen. Nun, antwortete Harold St. John, ich habe es mir zur Regel gemacht, niemals Leuten Gesellschaft zu leisten, die von Dienern Gottes abwertend sprechen. Ich muss Sie bitten, entweder mich zu entschuldigen oder das Thema zu wechseln. Das Thema wurde gewechselt und die Mahlzeiten fortgesetzt. Aber am nächsten Morgen, als die Familie aus dem Haus war, suchte die Gastgeberin ihn auf und brach in Tränen aus. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, sagte sie, weil ich immer über den Vorfall gestern Mittag nachdenken musste. Wir haben uns so angewöhnt, andere Christen zu kritisieren. Und meine Jungen sind mit der Verachtung für Prediger aufgewachsen. Keiner von ihnen war gestern in der Versammlung. Wenn wir doch nur einen neuen Anfang machen und alles ändern könnten. Das ist mutig, finde ich. Das hatte sich in England und Schottland rumgesprochen. Und damals war es üblich, dass solch ein bekannter Bruder abends Vorträge hielt und tagsüber Hausbesuche machte. Und in einer Gemeinde war er, da wussten auch die jungen Geschwister alle, der spricht nie negativ über andere. Und es gab in ihrer Gemeinde einen Bruder, der war einfach so daneben und der hatte sich so stinkend gemacht und der hatte immer was zu meckern. Da war wirklich nichts Gutes dran zu finden. Und ich fand das sehr, sehr schön, wie er damit umgeht. Ich lese wieder vor, seine angeborene, demütige Barmherzigkeit ließ ihn nie abwertend über jemanden sprechen. Noch verurteilte er jemanden, außer wenn es wirklich seine unmittelbare Aufgabe gewesen ist. Eine Gruppe von jungen Männern, die diese Eigenschaft kannten, wollten ihn einmal in dieser Hinsicht prüfen, indem sie in seiner Anwesenheit über jemanden diskutierten, der Anlass für sehr viel Ärger in der Gemeinde gewesen war. Das war dieser Mr. X. Mr. St. John wandte sich plötzlich einer an den bisher schweigsamen Zuhörer. Sagen Sie uns bitte einmal ehrlich, was halten Sie von Mr. X? Es entstand eine kleine Pause. Die nachdenklichen braunen Augen zwinkerten. Was ich von Mr. X halte, wiederholte er. Nun, ich denke, er hat eine wunderbare Frau. Ist das nicht schön? Also der hat auch überlegt, Mensch, was kann ich jetzt Gutes sagen über diesen Kerl? Da war nichts zu finden, aber er hat eine gute Frau. Das wollte er erwähnt haben. Das ist, meine ich, ein sehr schönes Vorbild. Und so ist er in vielen Bereichen wirklich auch ein Bruder gewesen unter Brüdern, der viele wie Kitt auch gewirkt hat unter Geschwistern. Deswegen achten wir darauf, dass wir wirklich einander höher achten als uns selbst. So wie Barnabas überhaupt nicht von sich redet, sondern von dem Saulus, der zum Glauben gekommen ist. Ein anderes Beispiel, das habt ihr wahrscheinlich alle gelesen in dem Heftchen, was der Bennett geschrieben hat über George Whitefield und Wesley, wie die beiden miteinander umgegangen sind. Und da möchte ich auch mal darauf hinweisen, auf die Biografie, die ist so außerordentlich wertvoll. George Whitefield von Benedict Peters, das sind fast 400 Seiten, aber das ist theologisch so interessant, aber auch so erwecklich geschrieben und auch mit viel Humor. Und da sind so viele abenteuerliche Geschichten auch drin. Das war wirklich ein außergewöhnlicher Mann oder eine außergewöhnliche Zeit. Ihr wisst, 18. Jahrhundert, die beiden Männer Whitefield und Wesley, beides sehr, sehr begabt. Der eine vor allem ein Evangelist mit einer unwahrscheinlichen Redegabe. Seine Stimme konnte man 1,7 Kilometer weit hören. Das hat Benjamin Franklin ausgerechnet, der ein Freund von ihm war, auch wenn er gar nicht bekehrt war. Wesley dagegen war einer, der die Gläubigen sammelte und organisierte. Und er hat dann die methodistische Bewegung vor allem geprägt. Und seine Disziplin, die er im Elternhaus gelernt hatte, hat er da auch wirklich eingesetzt, um die zum Glauben gekommen waren, in Gemeinden
zu organisieren. Er war natürlich auch ein Evangelist und viel, viel unterwegs, um zu predigen. Nur die beiden hatten sehr verschiedene Überzeugungen über Erwählung. Und das ist ja ein ganz spannendes und auch aktuelles Thema heute in unserer Zeit. Zwei ganz begabte Brüder, zwei total hingegebene Brüder, zwei dicke Freunde. Wesley war wesentlich älter wie Whitfield, aber er war eine Zeit lang sein Mentor. Und Whitfield hat immer nur mit großer Achtung und Liebe von John Wesley gesprochen. Aber über diese Frage, wo sich heute leider auch viele Brüder wirklich gegenseitig fertig machen, erwählt oder nur vorhergesehen, also Arminianer oder Calvinisten, darüber haben die Streit gekriegt. 3 Jahre lang haben ziemlich heftig geschrieben, Wesley sehr deutlich, Whitfield auch, obwohl beide den anderen geliebt haben. Und beide hielten das auch nicht aus auf die Dauer, sondern beide suchten dann auch wieder den Weg zueinander. Inzwischen hatte das solche Folgen, dass sich zwei Parteien bei den Methodisten gebildet hatten. Eine, die den Whitfield vor allem liebten und schätzten und auch unterstützten und dann auch in eigenen Gemeinden zusammenkamen. Andere wiederum, die John Wesley ehrten und ihm folgten und ihn auch nachahmten. Also zwei Gruppen von Christen entstanden da, die sich oft sehr, sehr feindlich miteinander verhalten haben. Ganz traurige 3 Jahre waren das. Und da gibt es eine Szene, wo ein Bruder kommt zu Whitfield und sich so ein bisschen einschleimen möchte und ihm sagt, Mr. Whitfield, glauben Sie wirklich, dass Mr. Wesley, dass wir den im Himmel sehen werden? Und hat der Whitfield einen Augenblick nachgedacht und hat dann zu ihm geantwortet, nein, das glaube ich nicht, dass wir beide den sehen werden. Der ist so nah bei dem Thron Gottes, dass wir, die wir ganz hinten sind, ihn nicht sehen werden. Das war eine schöne Lektion, finde ich. Und so sind die miteinander umgegangen. Und wenn man dann nachliest, wie auf der Trauerfeier über Whitfield ist in jungen Jahren oder mit 55 Jahren schon heimgegangen, während Wesley weit über 80 wurde. Aber Whitfield hatte gewünscht, dass John Wesley die Beerdigungsansprache hält in London. Und das ist so schön, wie er sich dann ausgedrückt hat über Whitfield. Ihr könnt es hier nachlesen, da ist die ganze oder ein Großteil der Predigt, der Trauerpredigt abgedruckt hinten im Anhang. Dann schließt er seine Ansprache mit den Worten: Haben wir je von irgendeiner Person seit den Tagen der Apostel gelesen oder gehört, die das Evangelium der Gnade Gottes in einem so weit ausgreifenden Raum der bewohnten Erde predigte? Haben wir von irgendeiner Person gelesen oder gehört, die so viele Tausende, ja Myriaden von Sündern zur Buße rief? Und vor allem, haben wir von irgendjemand gelesen oder gehört, der in den Händen Gottes ein solch gesegnetes Werkzeug gewesen ist, das so viele Sünder von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott gebracht hat? Ist das nicht großartig, wie hier einer über den anderen schreibt? Da war kein Neid mehr da, kein Gabenneid, sondern nur eine ganz große tiefe Liebe und Hochachtung. Einer den anderen höher achtend als sich selbst. Wenn wir das doch lernen könnten, ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen. Psalm 19, Vers 15, den Psalm kennen wir alle gut, da wird im ersten Teil der Gott der wunderbaren Schöpfung beschrieben. Dann wird das Wort Gottes beschrieben in seiner Schönheit mit sehr schönen Bildern, Gold und Honig und dergleichen mehr. Und dann zum Schluss, da lesen wir, dass David bittet, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Also er beschreibt die Schönheit der Worte Gottes. Und dann wird ihm am Schluss bewusst, du liebe Zeit nochmal, aber was ist mit meinen Worten? Und hat dann nur noch die Bitte, lass die Reden meines Mundes, aber auch das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Erlöser, mein Fels und mein Erlöser. Also ich habe dieses Gebet jahrelang nachgesprochen, weil manchmal in meinem Herzen Dinge waren, die wirklich nicht Gott wohlgefällig waren. Und ich habe
immer wieder Gott gebeten, Herr, lass das Reden meines Mundes, das war nicht das Problem, aber meine Fantasie, das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Ja, und je mehr wir den Herrn Jesus betrachten oder Gottes Wort betrachten, ich denke, dann werden wir alle den Wunsch haben, ihm etwas ähnlicher zu werden. Wie schön, wenn das auch dann in unseren Beziehungen, im Umgang miteinander deutlich wird. Ja, und dann können wir nur sagen, im Grunde war das doch ein ganz schlichter, einfacher Dienst, oder nicht? Er nimmt diesen jungen Bruder zu sich, teilt mit ihm seinen Raum, den er sicherlich noch irgendwo hatte, bringt ihn zum Apostel und redet gut von ihm, legt ein gutes Zeugnis ab. Aber was für eine Wirkung ist davon ausgegangen? Er ging jetzt auf einmal mit den Aposteln, die haben ihn dann mit auf den Spaziergang genommen. Er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem, unterhielten sich viel, dann fing er auch an, dort Zeugnis zu geben. Und so langsam entwickelt sich der Saulus zu dem Paulus, den wir kennen und schätzen. Und man kann das schön vergleichen, wenn irgendwo in Hamburg oder wo auch immer, in Rotterdam, so ein Ozeanriese ankommt, der bleibt dann meist einen Kilometer oder zwei vor dem Hafen stehen und dann kommt dann so ein kleiner Schlepper und der zieht ihn dann dahin, wo er dann gelöscht wird, der Inhalt. So stelle ich mir das hier vor. Ein kleiner Dienst, aber mit einer enormen Wirkung, die der Barnabas überhaupt noch nicht einschätzen konnte. Oder wenn ein Flugzeug, so ein Jumbo-Jet in Frankfurt oder wo auch landet und die Leute sind raus, dann kommt auch so ein kleiner Trecker an und der bringt dann den Jumbo dann in die Parkposition, wo er dann ausruhen kann, im Bild gesprochen. Das hat der Barnabas hier getan. Er nur ein kleines Werkzeug, aber dann bringt er jemanden in die richtige Position, in die richtige Gemeinschaft. Und dann lesen wir, und Saulus predigte freimütig im Namen des Herrn. Welch ein schöner Dienst, wenn wir so ein Auge haben, ein Herz haben für solche Neulinge, die vielleicht auch in unsere Gemeinden kommen. Und jetzt könnte man die Kirchengeschichte durchgehen und erinnern an Martin Luther und an Staupitz, seinen Mentor. Auch ein kleiner Dienst, Staupitz wahrscheinlich den wenigsten von euch gut bekannt, aber er war derjenige, der auch den Luther vorbereitet hat oder begleitet hat bis zu seiner Bekehrung. Denken wir an John Wesley, der kam zum Glauben, obwohl er Theologie studiert hatte, unwahrscheinlich belesen war und gebildet war, jede Menge Sprachen sprechen konnte, von einem schlichten Herrnhuter-Bruder, einem Peter Böhler. Wunderschöne Begegnung, wie dieser Theologe durch einen schlichten, einfachen Bruder zum Herrn geführt wird, sodass er das Evangelium verstanden und geglaubt hat. Oder denken wir an August Hermann Franke und Graf Nikolaus von Zinzendorf. Auch eine Begegnung mit unwahrscheinlichen Folgen für die Kirchengeschichte. Oder denken wir an Anthony Knowles Groves, Georg Müller, die zum Vorbild für Hudson Taylor wurden, der wiederum über zu Charles Studd. Und da könnte man die Reihe fortsetzen. Kleine Begegnungen mit einer enormen Wirkung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir aufeinander Acht haben und dass wir uns einander annehmen und diesen wichtigen und schönen Dienst eines Barnabas tun. Ja, der Barnabas war jetzt frei auch von jeder Art des Traditionalismus. Und das sehen wir besonders in der letzten Geschichte. Und ich hoffe, dass ich mit 14 Minuten jetzt auch fertig werde. Saulus wurde dann ja nach Tarsus gebracht. Die Christen in Jerusalem hatten wieder eine Zerstreuung erlebt und verließen Jerusalem. Und einige von ihnen wanderten, schreibt die Bibel in Kapitel 11, ohne klares Ziel bis nach Phönizien, Zypern und schließlich nach Antiochien, etwa 500 Kilometer Luftlinie von Jerusalem entfernt. Und das ist jetzt schön, auch diese Christen kurz zu beleuchten. Sie leckten unterwegs nicht ihre Wunden, bejammerten nicht ihr Elend oder die Verfolgung in Jerusalem, sondern wir lesen von ihnen, sie predigten das Evangelium zunächst mal nur zu den Juden, waren noch ein bisschen traditionell. Doch einige von ihnen, die offensichtlich auch sprachbegabt waren, predigten auch zu den Griechen in dieser moralisch verrufenen Großstadt Antiochien.
Das kann man vielleicht vergleichen. Also Antiochia war damals, glaube ich, eine von den drei größten Städten im Römischen Reich mit der Stadt Hamburg. Auch an einem großen Fluss gelegen, eine sehr reiche Stadt mit Universitäten für Philosophie, Rhetorik, Theatern, Sportanlagen, Rotlichtviertel, Slums, Multikulti-Gesellschaft und so weiter. Und ausgerechnet in diese verrufene Stadt kamen diese zerstreuten, schlichten Gläubigen. Und sie hatten keine Komplexe, kannten auch damals noch nicht die Methoden von Kontextualisierung, Kulturrelevanz, sondern verkündigen schlicht und einfach das Evangelium von dem Herrn Jesus. Das finde ich so gewaltig. Folge. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine Menge Leute glaubten und bekehrten sich zum Herrn. Ich habe das beim Vorlesen betont. Sie verkündigten das Evangelium von dem Herrn Jesus und die Hand des Herrn war mit ihnen und so bekehrten sich viele zum Herrn. Über diesen Zusammenhang müsste man eigentlich eine ganze Predigt halten und ein schönes Beispiel von Lordship Salvation könnte man sagen. Denn es geht hier um den Herrn, zu dem man sich bekehrt. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Beziehungsthema, denn in Vers 22 lesen wir, dass die Christen in Jerusalem, die also jetzt noch übrig geblieben waren mit den Aposteln, die haben von dieser Erweckung erfahren, wodurch, wissen wir nicht ganz genau, aber zwar waren da die Ohren der Gemeinde aktiv. Das habe ich in meiner Bibel mir dick angestrichen, weil ich das so interessant finde, dass die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem kommt. Was sind das, die Ohren der Gemeinde? Damit sind nicht irgendwelche Spitzel oder V-Männer gemeint. In Kuba, wenn ich da die Versammlungen besuche, da wissen alle, unter uns sitzt einer, den nennen sie, der ist das Ohr. Sie kennen ihn aber nicht, denn in jeder Gemeinde ist ein Spitzel, der genau die Regierung informiert, was hier so los ist. Fast so wie in unseren Zeiten, wie man befürchten muss, dass in unseren Gemeinden auch solche V-Leute sind, die auch der Regierung sagen oder der Stadtregierung, was da gemacht wird, werden da die Abstände eingehalten, Maskenpflicht und so weiter und so weiter. Aber die Ohren der Gemeinde, die sind hier etwas ganz anderes. Das waren Geschwister, Brüder oder Schwestern, die ein Interesse hatten, ein offenes Ohr für das, was Gott außerhalb von Jerusalem wirkte. Und die Aufgabe sehen, jetzt Beziehungen zu knüpfen zu anderen Gemeinden am Ort oder im weiteren Umkreis. Als Leib Christi gehören wir zusammen und ihre Freuden und Nöte beeinflussen auch uns, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Ich habe mich sehr gefreut, heute Nachmittag schon unserem Bruder das auch ausgelegt zu hören, wie wichtig es ist, dass wir diese Kontakte zu bibeltreuen Gemeinden wirklich auch pflegen. Und das kann man auch nicht organisieren oder vernetzen, sondern das muss auch geistlich wachsen. Jetzt könnte man über die Allianz sprechen oder über andere Bünde, die das versuchen. Aber das hat ja dazu geführt, dass bibeltreue Gemeinden sich dem verschlossen haben. Die meisten bibeltreuen Gemeinden werden in der Evangelischen Allianz und schon mal gar nicht in der ACK mitarbeiten, dass viele sich da konsequent dann raushalten, ablehnen und versuchen, ihre Gemeinde von unguten Einflüssen durch ganz konsequente Absonderung zu bewahren und zu isolieren. Das ist menschlich verständlich, aber das ist schädlich. Deswegen ist das ganz wichtig, dass wir solche Geschwister unter uns haben, die wirklich Ohren haben für das, was um uns herum geschieht. Und wenn dann eine Erweckung da ist oder das Gerücht von einer Erweckung, dass man dann aufmerkt und weiß, ja, mit denen müssen wir doch jetzt Kontakt irgendwie schaffen. Das verhindert, dass unsere Gemeinde einen üblen Stallgeruch behält. Und ich glaube, wir werden auch davon profitieren und auch frischen Sauerstoff in unserer Gemeinde spüren und auch die Ergänzung und Korrektur erfahren, wenn wir solche Kontakte suchen und dann auch pflegen. Also Ohren der Gemeinde, denkt mal ein bisschen drüber nach. Ein paar Beispiele aus der Gegenwart. Wir haben uns in meiner Zeit
ziemlich viele Gemeinden, unter anderem 3 russlanddeutsche Gemeinden. Und ich bitte den Herrn, dass er mich jetzt bewahrt, dass ich nicht irgendwie auch nur andeutungsweise negativ über die uns sehr, sehr lieben und wertvollen, vorbildlichen Geschwistern sage. Aber leider sind diese Gemeinden entstanden dadurch, dass man sich von einer Gemeinde getrennt hat. Über die Gründe brauche ich hier nichts sagen, aber das ist leider ja eine Beobachtung an manchen Orten, dass die Gemeinden, die lieben russlanddeutschen Geschwister, sich oft spalten, nicht weil sie zu viele sind, sondern weil da andere Ursachen da sind. So war das da auch bei uns. Da existieren 3 Gemeinden, gleicher Prägung, mit kleinen Unterschieden, meist nur in Ordnungsfragen. Und das hatte zur Folge, dass diese Geschwister untereinander so gut wie überhaupt keinen Kontakt hatten. Die haben eher Kontakte gepflegt zu ganz anderen Gemeinden und Persönlichkeiten, die fragwürdig sind, als zu denen, die ihnen eigentlich sehr, sehr nahe stehen. So, jetzt passierte es, dass von einem dieser Ältesten in einer dieser Gemeinde, der auch sehr kritisch uns gegenüber war, ausgerechnet 2 seiner Kinder kommen bei uns in die Versammlung, sind ganz wertvolle Mitarbeiter inzwischen, dann hörten wir, dass dieser Älteste Corona-krank wurde. Und zwar auf der Intensivstation lag, sehr ernsthaft. Sie haben da gerungen und gebetet und gehofft, dass er nicht heimgehen würde. War sehr, sehr ernst. Ja, wir hörten davon und natürlich haben wir als Gemeinde dafür gebetet. Und das hat dieser Bruder, als es ihm ein bisschen besser ging, mitgekriegt. Und das hat ihn so beschämt, dass seine ganze Haltung zu uns anders wurde. Der konnte gar nicht begreifen, der beten in einer anderen Gemeinde, die er doch immer für ein bisschen verweltlicht gehalten hat. Die beten für mich. Wo gibt es denn sowas? Also die Tatsache, dass da gebetet wurde für einen Bruder, die er gar nicht so kannte, das hat irgendwie sein Herz angerührt und das hat dazu geführt, dass sich da etwas gelockert hat. Dann, das ist jetzt erst eine Woche alt, Thomas wird das bestätigen können, wurde in meiner Zeit die Verordnung ausgegeben, Gottesdienste verboten. Nur dann, wenn für jede Person 10 Quadratmeter Raum da ist und natürlich Maske und nicht singen und dergleichen mehr. Und dann haben wir als Gemeinde dann Kontakte aufgenommen und 2 Brüder sind dann zum Bürgermeister gegangen, haben einen Termin gekriegt, haben mit ihm sehr offen darüber gesprochen und so weiter und so weiter. Und während der Zeit ist zum ersten Mal in unserer Geschichte möglich gewesen, dass sich Brüder, Thomas war dabei, zum Gebet getroffen haben aus den 3 russlanddeutschen Gemeinden und dann aus unserer Gemeinde und noch einer anderen Gemeinde, Ihnen, wo der Thomas herkommt, und haben gebetet für dieses Gespräch. Lagen auf den Knien, nehme ich an, haben auf den Knien gebetet. Das erste Mal. Und da haben sich also Brüder jahrelang überhaupt nicht mehr in die Augen gucken können und jetzt liegen sie auf den Knien und beten. Das ist auch eine positive Folge von Corona, könnte man sagen. Dass auf einmal Gemeinden merken, ja, wir brauchen uns gegenseitig. Und dann beten wir und Gott sei Dank, gestern hat noch ein Gespräch stattgefunden, noch einmal mit dem Bürgermeister und mit dem Ordnungsamt und so weiter. Und das ist dann sehr gut gewesen und die konnten ein klares Zeugnis ablegen und wir sind unwahrscheinlich dankbar, dass sich das auch jetzt wieder gelockert hat. Und das ist, meine ich, ganz wichtig für uns als Gemeinden, dass wir solche Kontakte, auch wenn wir nicht, wie wir es heute Mittag gehört haben, in allen Punkten übereinstimmen, aber doch zusammenhalten, weil wir einen Herrn haben, einen Glauben haben, eine Taufe haben. Ja, also nochmal zurück nach Jerusalem. Sie hören das, die Leute in Jerusalem. Und ich glaube, dass die zunächst mal völlig verwirrt waren, denn Antiochien, das stand ja für Hamburg, für Reeperbahn. Unmöglich, dass sich da Leute bekehren, so ungefähr stelle ich mir das vor, eine verlotterte Stadt, da sollen Menschen zum Glauben gekommen sein an den Herrn Jesus, das gibt's doch nicht. Das sind überhaupt keine Juden, unbeschnitten. Halten die auch den Sabbat? Pflegen die Frauen dort Kopfbedeckung zu tragen? Was für ein Liederbuch benutzen die? Das sind so unsere Fragen, wenn wir in eine neue Gemeinde kommen. Aber hier, die Bruderliebe überwiegt alle Skepsis und sie werden sich einig, die müssen wir kennenlernen, irgendwie. Dafür gibt es schöne Beispiele, aber aus Zeitgründen muss ich mir die verkneifen, wie das heute aussehen kann. Vielleicht ein Beispiel in Kasachstan hatte ich vor 10, 15 Jahren mal einen Vortrag gehalten in Almaty über die Erweckung in China, über die Untergrundkirche und davon gesagt, dass, gesprochen,
dass man schätzt, dass es damals etwa 100 Millionen wiedergeborene Christen in China gibt. Heute redet man von 120 Millionen. Und diese Geschwister da in Kasachstan, die waren so geplättet, das haben die gar nicht gewusst, das ist ja ein Nachbarland von Kasachstan, China. Und die waren davon so gepackt und so beeindruckt und so beschämt, da gibt es tatsächlich Tausende von Untergrundkirchen, dass sie gesagt haben, da müssen wir hin. Und haben sie sich aufgemacht, kannten keinen Menschen dort. Waren zuerst ganz enttäuscht, weil sie keine Adressen fanden und keiner konnte ihnen was sagen, wo die sind. Ist ja eine Untergrundkirche gewesen, also eine nicht offizielle Kirche, keine registrierte. Aber irgendwie haben sie dann Kontakte gekriegt. Aber diese Reaktion, sie hören, da gibt es Christen, nie was von gehört, kann doch gar nicht wahr sein, da müssen wir hin. Wäre das nicht schön, wenn das auch in unseren Gemeinden so üblich würde? Ja, jetzt muss ich das doch noch, ich spaß mir, ist egal. Es juckt mich sehr, das zu erzählen, wie die größte Erweckung begonnen hat in Herrnhut, aber das muss ich streichen. So, jetzt, also, Sie hören, da sind Leute zum Glauben gekommen und ich fantasiere jetzt wieder, dann gab es wahrscheinlich dann eine Brüderstunde oder Ältestenrat in Jerusalem. Wen können wir jetzt nach Antiochien schicken? Wer ist da der richtige Mann für solch eine delikate Aufgabe? Ich fantasiere. Vielleicht hat man gesagt, ja, vielleicht wäre der Petrus, der Mann mit dem Schlüssel, doch der Richtige. Aber da haben dann andere gesagt, nee, der kann nicht zuhören, der weiß immer alles besser, der ist immer vorlaut, der ist für diese Mission nicht gut geeignet. Ja, dann vielleicht Jakobus, ach, der ist ein bisschen zu streng und zu jüdisch und zu eng, der wäre auch nur Mann fürs Grobe. Wen können wir denn schicken? Naja, dann irgendwann wurde klar, der war zwar kein Ältester in der Gemeinde, wie ich annehme, Barnabas, Sohn des Trostes, der hatte sich doch bewährt als Brückenbauer. Ich stelle mir das so vor. So, und dann macht sich der Barnabas alleine auf dem Weg, hat etwa 3 bis 4 Wochen Zeit zu beten und sich innerlich auf diese für ihn völlig unbekannte Begegnung vorzubereiten. Was muss durch seinen Kopf gegangen sein? Jetzt komme ich nach Antiochien. Was ist das denn für ein Volk? Und was ist das für eine Gemeinde, was wir da alles gehört haben? Und dann kommt er dort an und was sieht er? Sieht er da die geschminkten Frauen? Bestimmt. Tätowierte Arme und Beine, Ringe in den Ohren und in der Nase, Gel in den Haaren, Glatzköpfe, Gestank wie am Fischmarkt. Können wir jetzt endlos fortsetzen. Es waren alles junge Christen, ohne Tradition, arm und reich, alt und jung, vornehm und vergammelt, gebildet und Analphabeten, ehemalige Prostituierte und Drogendealer, wahrscheinlich frühere Diebe und Philosophen auf der anderen Seite. Was sieht er dort? Unterstreicht das dick in eurer Bibel. Er sah die Gnade Gottes und freute sich und ermutigte sich, sie mit Herzensentschluss beim Herrn zu bleiben. Ist das nicht großartig? Der sagt nicht, ihr müsst euch vernetzen, jetzt dem Bund der Baptisten oder was weiß ich beitreten, damit ihr schön organisiert werdet. Und vor allem, ihr müsst eure Sitzordnung bitte ändern, Männer und Frauen getrennt und so weiter und so weiter. Und dann, du liebe Zeit nochmal, was haben die da für Musikinstrumente? Haben da Schlagzeug und haben da einen Bass und Verstärker und was nicht alle? Das gibt's doch gar nicht, das muss doch höchstens mal eine Gitarre gezupft werden, aber doch nicht mehr. Dann auch eure Kleidung, wie seht ihr eigentlich aus? Und dann bitte auch ein bisschen für Ruhe sorgen. Also, dass ihr so palavert wird, so eine Gemeinde, da ist immer alles ganz still und feierlich und so weiter. Nee, Barnabas, der wusste, nur für den Herrn und für sein Wort brennende Herzen können uns in dieser Zeit und dieser Welt bewahren. Er sah die Gottes Gnade in ihrem Leben. Gute Manieren sind keine Garantie, auch keine gute Theologie, auch keine gute Tradition, nur die Gnade Gottes. Und die hatte der Barnabas selbst erlebt, die hatte ihn verändert und das sah er bei diesen Geschwistern. Was hätten wir gesehen, was hätten wir gesagt? Ich habe vor einer Woche Ulrich Barzani interviewt, der ist ja 80 Jahre alt geworden. Und ich habe ihm unter anderem die Frage gestellt, mit deiner lieben Frau Regine bist du 54 Jahre offensichtlich glücklich verheiratet. Das ist gerade auch für einen bekannten Evangelisten keine Selbstverständlichkeit. Was hat eure Ehe vor Sünde und Zerbruch bewahrt? Antwort war nur 4 Worte. Gnade, Gnade,
unverdiente Gnade. Nicht mehr. Und das können wir auf alle Gebiete anwenden. Wenn Gott uns bewahrt hat, die wir so verschieden sind, auch hier in dieser Gesellschaft, das ist wirklich nur Gnade. Und das wird begründet, denn er war ein guter, andere übersetzen, nützlicher, trefflicher Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Also, da wo der Heilige Geist wirkt im Leben eines Bruders und einer Schwester, der wird die Gnade Gottes sehen in den Geschwistern. Und er kann sich freuen. Der Heilige Geist macht nicht Menschen groß, auch keine Tradition groß, kein Verein groß, sondern den Herrn. Und dann entsteht Freude. Und eine Menge wurde dem Herrn zugetan. Gewaltige Erweckung. Welch eine wunderbare Anziehungskraft hat solch eine Gemeinde, wo alle sozialen und kulturellen Unterschiede von Gnade durchdrungen waren. Erlaubt ihr noch 5 Minuten oder soll ich abbrechen? Ist es schwer? Geht noch? Also ich möchte euch noch eine Geschichte hier erzählen. Die kann man auch nachlesen in einem Buch, wenn ihr wollt, für evangelistische oder für junge Männer, die in konservativen Gemeinden aufgewachsen sind, aber dann alles über Bord geworfen haben und in die Welt gegangen sind. Deswegen heißt das Buch auch Bomber. Das ist ein junger Mann, der in einer ganz exklusiven, strengen Gemeinde aufgewachsen ist. Auch Eltern waren auch einigermaßen streng. Aber mit 12 Jahren hat er seinen Hut gezogen, mit euch will ich nichts zu tun haben. Ist dann losgezogen, hat keine Ausbildung geschafft, hat auch keine Bildung gehabt und nichts, war aber sehr pfiffig, wurde Drogendealer, Kriminell, Schläger, mit allen Wassern gewaschen. Also ein Raufbold und ein Chaot in jeder Beziehung. Aber, um es kurz zu machen, er kam zum Glauben durch eine ganz dramatische Begegnung, nachdem er Selbstmordversuch gescheitert ist. Und dann die Brüder, die ihn da ein bisschen begleitet haben, die haben gleich gesagt, du musst hier weg aus deiner alten Umgebung, du musst weg. Wohin? Ja, und dann hat er gesagt, ja, ich habe da so einen Onkel Wolfgang da in meiner Zagen, der hat ein Freizeitheim. Das wäre das Einzige, wo ich hin könnte, dann bin ich 50 Kilometer von meinen Freunden weg. Und die Brüder, die ihn begleitet haben, die waren ein bisschen vorsichtig, meinen, ob ich wohl der Richtige sei. Aber sie fanden keinen anderen Ort. Und dann kam er dann tatsächlich an. Sein Arm in Gips, kam auch von einem Unfall. Lange Haare, dann so eine Bermuda-Hose, Latschen an. Und dann haben wir uns natürlich gefreut. Ich hatte ihn jahrelang nicht mehr gesehen, ein Neffe von mir. Und dann schreibt er selbst, als ich dort anrief, sagte Wolfgang spontan, du kannst sofort kommen, gar keine Frage. Bring Arbeitsklamotten mit. Am gleichen Tag noch wurde ich von einem Bruder, einem Freund aus Hüchseswagen nach Meinerzhang gebracht. So, wir begegnen uns. Natürlich freute sich Wolfgang Riech darüber, dass ich mein Leben Jesus übergeben hatte. Am selben Abend machen wir einen Spaziergang, sprach noch einmal darüber, was sich bei mir im Leben ändern muss und verändern muss. Zum Abschluss sagt er mir, Andi, morgen früh um 10 Uhr haben wir Gemeinde. Jau, sagte ich, schreibt er. Aber ohne mich, das geht gar nicht. Ich habe nur eine kurze Hose und ein T-Shirt dabei. So kann ich nicht in die Gemeinde gehen. Ich war froh, diese Ausrede auf Lager zu haben. Wieso denn nicht? Nee, das geht überhaupt nicht. Ich hole dich morgen früh ab. Er schreibt, ich gehe auf mein Zimmer, das ich bezogen hatte, schlief nach langer Zeit wieder fest und gut und machte mich erstmal nicht viele Gedanken. Doch am nächsten Morgen stand Wolfgang da, auch mit kurzer Hose und T-Shirt und sagte mir, komm, wir gehen jetzt in die Gemeinde. So wolltest du doch wohl nicht in die Gemeinde gehen, oder? Ja, warum denn nicht? Ich war total geschockt, hatte aber keine Ausrede mehr und kam damit natürlich mit sehr gemischten Gefühlen, Befürchtungen und Erinnerungen an alte Zeiten. Als ich jedoch dann in den Raum kam, diese Gemeinde traf sie in einem Freizeithaus, dachte ich, ich sei auf einen Hühnerhof gelandet. Ich hatte von früher nur Erfahrung, die Erinnerung, dass, wenn jemand in die Gemeinde kam, Totenstille herrschte, alles ruhig, jeder war feierlich angezogen, man musste sich benehmen. Aber jetzt saßen da viele Leute und es war ein Gegacker und man bemerkte gar nicht, dass ich reinkam. Ich werde es nie vergessen, in der langen Stuhlreihe vorne saß ein Mann mit feinstem Anzug und neben ihm direkt einer, der einen hellblauen, total eingelaufenen Goofy-Pulli, ich weiß gar nicht, was das ist, anhatte. Diese beiden Leute passten nach meiner Meinung und Erfahrung wirklich nicht zusammen. Und so war die ganze Gruppe zusammengewürfelt. Was ist denn hier los, fragte ich mich. Keine Ahnung.
Auf einmal fing die Gemeinde an, Gott zu loben. Sie sangen Lieder, berichteten eigene Erfahrungen mit Gott, zitierten Bibelworte und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Also wenn irgendwo Gott ist, dann ist er hier. Ich konnte es förmlich spüren. Das war für mich der erste Schritt, dass ich anfing, die Gemeinde Jesu zu leben, obwohl ich am Anfang voller Vorurteil steckte und die Frommen überhaupt nicht abkonnte. Ich sage das nicht, weil wir so eine tolle Gemeinde sind. Wir haben auch eine Frau dabei gehabt, wir haben so ein Paradiesvogel, bekannt im ganzen Dorf. Großes Maulwerk und originell, künstlerisch, kam zum Glauben. Ich durfte ja auch taufen, aber die sagte eines Tages, ich passe nicht zu euch. Tut mir leid, ich kann nicht mehr kommen. Ich bin so anders wie ihr. Also bitte, das soll hier nicht irgendwie eine Lobhudelei sein über unsere Gemeinde. Wir haben Fehler genug. Aber damals in dieser Zeit war ich doch dankbar, dass Leute kommen konnten, egal wie sie aussehen, woher sie kommen, und sie merken, wir werden hier akzeptiert. Wir sind hier keine Ausnahmeerscheinung, sondern wir gehören dazu. Und das würde ich euch sehr, sehr wünschen. McDonald schreibt das in diesem wunderschönen Buch seiner Spurfolgen auch sehr ausführlich. Ich hätte das auch gerne noch zitiert, aber die Zeit reicht nicht. Lasst mir bitte jetzt, entschuldigt bitte, noch das Schönste kommt eigentlich jetzt noch, wo jetzt so viele zum Glauben kommen, Erweckung da ist, viele kommen zum Glauben, dann macht sich der Barnabas wieder vom Acker, vom Erntefeld und macht sich auf, um Saulus zu suchen. Stell euch das mal vor, hier ist eine gewaltige Erweckung. Leute kommen zum Glauben. Und jetzt verabschiedet sich der Barnabas und dann lesen wir in der Bibel, und er suchte den Saulus und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn mit nach Antiochien. Also der muss wirklich gesucht haben. Man wusste ja gar nicht, wo wohnt er, wo ist er untergebracht und so weiter. Er ist wahrscheinlich wochenlang unterwegs gewesen. Trotz der Popularität von Barnabas und der Erntezeit verlässt er die junge Gemeinde und er hält sich also nicht für unentbehrlich, sondern er wusste ganz genau, meine Gabe, die habe ich ja eingebracht, aber ich bin jetzt am Ende. Und jetzt brauchen wir einen Lehrer mit einer Lehrgabe und das ist der Saulus. Und der braucht Arbeit, der ist ja irgendwo in Tarsus und hat nicht viel zu tun. Also der Barnabas wollte nicht als Solist arbeiten, sondern er kannte wohl seine Begabung, aber auch seine Grenzen. Und welch eine Weisheit und Bescheidenheit und geistliche Selbsteinschätzung bei diesem Mann. Und ich wünsche sehr, dass auch die Ältesten unter euch hier und auch die Leiter davon lernen. In 2. Korinther 10, da lesen wir, dass Gott ein Gott des Maßes ist. Und er redet auch von dem Maß des Wirkungskreises. Das heißt, wir müssen alle unsere Grenzen kennen und dankbar sein, wenn wir Brüder kennen, die uns ergänzen können. Und das ist so wichtig und so wertvoll. Das setzt aber natürlich eine Demut voraus, die ganz, ganz wichtig ist, um gerade dann auch die Gemeinde in die richtige Form begleiten zu können. Frage an euch, kannst du dich wirklich freuen, wenn ein anderer Bruder begabter ist als du, wenn er dich oder mich in den Schatten stellt? Bitte erinnert euch an Saul, der sich nicht freuen konnte, dass er mit Gottes Hilfe 1000 Philister erschlagen hatte, während David 10.000 erschlagen hatte. Ihr erinnert euch daran. War natürlich auch nicht klug, dass die Frauen da gleich ein Lied gemacht haben. David hat 10.000 erschlagen, Saul nur 1.000. Sollte man auch nicht tun. Aber Saul ergrimmte und sah scheel auf David und ein böser Geist geriet über ihn. Und dieser böse Geist, den finden wir in unseren Gemeinden leider heute auch oft. Wenn auch ältere oder auch jüngere Brüder neidisch sind auf die Gabe eines anderen. Und das steckt auch in mir drin. Ich hoffe, ihr habt alle dieses Buch gelesen von Wayne Mack. Demut, keine Angst, nur einen Satz. Den finde ich nicht. Schande. Ach. Na, kann ich nachtragen. Also der hat da sehr, sehr wertvoll geschrieben rüber, wie wichtig das ist und wie leider wir deswegen oft über andere Brüder schlecht reden, um uns selbst irgendwie groß zu machen oder in den Mittelpunkt zu stellen. Schade, wenn wir da wie Saul reagieren. Aber Barnabas, er hatte gelernt, in Demut andere höher achten als sich selbst. Wir lesen im Römerbrief, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander
Und dann kommt etwas, in Ehrerbietung gehe einer dem anderen voran. Komme einer dem anderen zuvor. Da müsst ihr euch mal drüber nachdenken. In Ehrerbietung gehe einer dem anderen voran. Was ist ein Vorschlag für EBTC, für eine Unterrichtseinheit, das zu üben, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehen, sich darin zu üben. Ich glaube, das gibt es auf keiner Bibelschule als Studienfach. Also wäre doch mal eine praktische Übung. Und das muss ich auch lernen. Bitte denkt nicht, dass ich dann völlig frei von bin, von Eifersucht oder diese Dinge. Und dieser Stolz in unserem Leben, der macht so viel kaputt. Jetzt habe ich das Zitat auch, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Wenn wir andere Menschen verleumden, dann ist unser Stolz meistens der Grund dafür. Wenn wir andere schlecht machen, stehen wir selbst besser da. Kann man dann nachlesen. Und dieser Gabenneid ist, meine ich, heute meist der Grund, warum Beziehungen kaputt gehen, Gemeinden getrennt werden und auch Freundschaften oft enden. Ja, und dann bringt er den nach Antiochien, den Saulus, 2 Jahre gemeinsamer Dienst, Herz und Kopf. Fürs Herz war der Barnabas zuständig, für den Kopf Paulus. Und eine große Erweckung entsteht. Und zum ersten Mal werden diese Leute Barnianer genannt oder Paulianer, sondern Christen. Das heißt, der gemeinsame Dienst dieser beiden Brüder haben Christusähnlichkeit in den jungen Christen bewirkt. Und das finde ich so gewaltig, dieser gemeinsame, schöne Dienst dort in Antiochien mit den verschiedenen Gaben dieser beiden Männer. Wir machen jedes Jahr Studierfreizeiten bei uns. Jetzt mache ich keine Werbung dafür, sondern nur ein Beispiel. Wir laden immer 2 Brüder ein, die begabt sind. Einer sitzt hier unter uns, einer kommt morgen. Der eine ist ein Doktor der Theologie. Der andere, der sieht eher wie ein Kanalarbeiter aus. Keine Bildung, nur 5, 6 Jahre Schule. Dann ein paar Jahre, 5 Jahre im Knast. Dann zum Glauben gekommen. Liebt den Herrn, studiert die Bibel wie ein Weltmeister und die beiden halten die Vorträge. Also einer, der überhaupt nicht von der Erziehung her gebildet ist und dann ein Doktor der Theologie. Und dann sehe ich, wie dann der Kanalarbeiter die Bibel auslegt, hat meist immer ein paar Bibeln da liegen und jede Menge Bücher und mit einer Begeisterung die Bibel lieb macht. Und dann sitzt hier in der letzten Reihe der Doktor der Theologie und notiert mit, was da geredet wird. Ist das nicht schön, so ein Bild? Und umgekehrt natürlich auch. Der Kanalarbeiter, der haut nicht ab, wenn der Theologe dann griechische Begriffe erklärt, sondern ist erfreut dabei. Und so ergänzen sich hier 2 Brüder mit ihren Gaben. Und das ist eigentlich ein Musterbeispiel. Das ist traumhaft schön, wenn wir in unseren Gemeinden solche Beziehungen haben und die dann auch zu diesem Ergebnis führen, dass wir den Herrn und sein Wort mehr lieb gewinnen, aber auch uns bemühen, Kitt unter Brüdern zu sein. Entschuldigt bitte die Verzögerung, ich schäme mich, dass ich 15 Minuten zu lang geredet habe. Seid bitte nachsichtig mit mir. So, jetzt bete ich noch, aber ganz kurz. Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns in deinem Wort solche schönen Beispiele schenkst, die für unsere Zeit so wichtig sind. Und wir beten und bitten, dass wir etwas von ihnen lernen. Du weißt, wie stolz wir sind und wie wenig wir von diesem Gott des Trostes in unserem Charakter sehen lassen. Herr, wir möchten dich bitten, hilf uns, dich mehr zu lieben, dich mehr in deinem Wort zu suchen und davon geprägt zu werden, damit auch unser Dienst in den Gemeinden wirklich zu deiner Ehre ist und dass Christusähnlichkeit entsteht. Amen.